Ob man es glaubt oder nicht, so ein Jaguar ist kein teures Vergnügen mehr. Zumindest wenn man sich für einen Kombi der oberen Mittelklasse entscheidet und auf übermäßig starke Motoren verzichtet. Der Jaguar XF trägt aber trotzdem die Gene eines echten Jaguars in sich, oder? Absolut, und das ist gut so. Denn hier im Innenraum, da herrscht britische Eleganz. An der Außenhaut haben wir bissige Linien, die ihm der Chefdesigner von Jaguar, Ian Callum, verliehen hat. Und dazu kommt noch ein Fahrgefühl, welches den Namen einer Raubkatze mehr als verdient hat. Doch ganz der Reihe nach. Die obere Mittelklasse wird zumindest in Deutschland geprägt von Audi A6, BMW 5er oder der E-Klasse von Mercedes-Benz. Einen Jaguar XF hat nicht jeder auf dem Schirm. Woran liegt das? Am Preis ganz sicher nicht. Wer bei Jaguar immer noch an sündhaft teure Sportcoupés denkt, naja, für den wird es vielleicht langsam mal Zeit, aus dem Winterschlaf rauszukommen. Denn spätestens mit dem XE hat Jaguar eigentlich noch einen Schritt weiter nach unten gewagt und hat jetzt mit den drei Limousinen und verschiedenen SUVs wirklich für jeden was im Petto. Dabei bleiben die Briten stets auf dem Boden. Ein Grundpreis von 44.540 Euro für den Jaguar XF Sportbrake geht in Ordnung und ist günstiger als ein gleich stark motorisierter 5er BMW. Doch genug von der Konkurrenz, denn mit der will sich so ein XF nämlich eigentlich gar nicht vergleichen. Der Jaguar XF war schon zu seiner Markteinführung 2008 irgendwie was Besonderes. Jetzt wurde er mit dem Facelift 2015 so ein bisschen massenkompatibler, er bleibt aber trotzdem was für Individualisten. 2017 erst kam dann der Kombi dazu und auch hier bleibt Jaguar individuell und nennt den Kombi nicht schlicht Kombi, sondern Sportbrake. Der Begriff Sportbrake bezeichnet hier das praktische Heckabteil. Mit 565 bis 1700 Litern Ladevolumen passt alles hinein, was die Kunden von heute fordern könnten. Noch vor ein paar Jahren hätte man mich sicherlich für verrückt erklärt, wenn ich gesagt hätte, ey Jungs, ich moderiere hier bald aus dem Kofferraum eines Jaguars. Aber man sieht, es geht. Die Rücksitze habe ich einfach umgelegt. Hier ganz entspannt über Hebel im Kofferraum, habe jetzt eine ebene Ladefläche und kriege hier hinten richtig viel rein. Das ist erstaunlich bequem. Dadurch rückt der Jaguar XF Sportbrake die Marke Jaguar auch in ein total anderes Licht und erschließt andere Käufergruppen. Was würdet ihr denn zum Beispiel in so einen großen Kofferraum hier noch reinpacken? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Genug der Spielereien, wir brauchen Fakten. Was bietet so ein Jaguar XF seinem Fahrer? Neben so einem großen Kofferraum braucht aber ein Jaguar natürlich vor allem eins, und das ist ein sportlicher Motor. Wir fahren heute den 25T, ein 250 PS starker Benziner. Ist ein 2 Liter Vierzylinder mit Turbolader und im Vergleich zum Diesel hat der den Vorteil, dass er ein bisschen geschmeidiger läuft und besser klingt. Ja, dazu haben wir dann hier eine schnelle Achtgang-Automatik, die für einen sofortigen Antritt sorgt. Wir haben fast 250 in der Spitze, 7,1 Sekunden von 0 auf 100, zumindest hier im Sportbrake. Die Limousine ist noch mal ein bisschen flotter. Wer etwas mehr Dampf benötigt, für den bleibt dann hier im Kombi zumindest nur noch der 30T mit Allradantrieb. Der 35T und ein XFS, die dann beide mit einem schönen Sechszylinder kommen würden, die sind leider der Limousine vorbehalten. Schade eigentlich. Wer etwas mehr Auswahl haben möchte, der muss zu den Dieseln greifen. Mein Favorit hier ist der 30D mit 300 PS und sagenhaften 700 Newtonmetern Drehmoment. Der kickt richtig in den Rücken. Da kann dann der 25T, der kleine Benziner mit 365 Newtonmetern, den wir heute gefahren sind, einfach nur einstecken. Ein edles Interieur haben dann jedoch alle Motorisierungen gemeinsam. Beim Motorstart fährt das Wheelrad für die Automatik sanft aus der Mittelkonsole heraus und auf dem optional digitalen Cockpit lassen sich die Anzeigen nach Wunsch konfigurieren. Feines Leder und schnelles Infotainment sorgen für ein rundum gutes Gefühl. Und auch von außen zeigt sich gerade dieser XF von seiner besten Seite. Wir haben große 20 Zoll Alu-Räder und das R-Sport-Paket, welches für eine etwas sportlichere Schürze sorgt, verbaut. Und mein persönliches Highlight ist das Blackpack. Das heißt, im Gegensatz zur weißen Lackierung haben wir sämtliche Applikationen in Schwarz. Zum Beispiel den Rahmen um die Fenster, die Dachreling oder auch vorne den Grill. Der Jaguar XF Sportbrake zeigt, was möglich ist, wenn man die Werte eines Jaguars mit praktischen Eigenschaften eines Kombis vereint. Der typische Fahreindruck bleibt bestehen. Ja, dieser XF meint es ernst mit der Fahrfreude. Dass darunter auch Familie und Gepäck nicht leiden müssen, macht aus dem Jaguar XF Sportbrake einen Jaguar für alle Fälle.